Und herzlich willkommen zum heutigen Video und heute Freunde, malen wir uns gegenseitig in Paint mit wir, meine ich meine Homies, Philo, Zorbi, Figlas und naja, Icke. Ich hoffe, es gefällt euch. Checkt es rein, ist ganz cool geworden. Big up, Kuss geht raus. Okay, Kinders, jetzt bin ich gespannt, jetzt wird gemalt. Jetzt will ich sehen, wie ihr ein richtig schönes Bild von mir. Soll ich auch für euch posieren? Ich muss ganz kurz mein Bild klären, bitte. Darf ich für euch posieren? Darf ich für euch? Bitte mach's. Bitte nicht. Was ein stattlicher, attraktiver Mann. Zottlich und behaart wie eh und je. Nein. Ja, ich bin normal. Ich mal los. Wie kann's weiter? Ich werde mich daran nicht orientieren. Ich werde frei Schnauze hier was machen. Bitte habt ihr's gleich? Bitte habt okay, ihr's. Ich hab's. Okay. Ich bin's. Oh, so, jetzt bin ich gespannt, was ihr zeichnet. Ich glaube, es wird eine kleine Katastrophe, um ehrlich zu sein. Ich brauch den Radici. Den Ratzefummel? Ratzefummel. Tut mir aber schrecklich leid auf jeden Fall. Ich kann für nichts garantieren. Oh Gott, das wird eine Katastrophe. Fuck. Du siehst aus wie deine kleinen T-Rex-Arme hier. Braucht den Pinsel. Nee, komm, ich mach nochmal neu. Ich hab ne Idee. Oh ja. Das ist ein Kunstwerk für sich. Ich mach eine Nahaufnahme von Henkes Gesicht. Ich muss mir doch mal Henkes Sichteisen angucken. Das ist so eine quadratische ist das, ne? Was? Meine Nase? Ja, die auch. Aber ich meine deine Brille. Ja, so ein bisschen auf eckig. So, oh, sieht gar nicht so bad aus. Alter. Oh, jetzt hab ich dich kurz gemacht. Sorry. Okay, könnt ihr mich bitte nicht im Rollstuhl zeichnen. Ich brauche halt auch diese richtig ausgeprägte Knollnase, ne? Ja. Die Hose ist extrem wichtig. Ja, die Hose sieht echt aus wie ein Hodenbruch. Ich meine, Henk ist ja zottlich bei mir tatsächlich. Ja. Ja, bei mir auch. Ja, sehr zottliger Mann. Henke, du bist ein zottlicher Kamerad. Ja, okay. Es wird ein Kunstwerk, Henke. Also wenn das nicht die Tränenzröte in die Augenkorken klappt, ne? Was ich auch nicht. Äußerst attraktive Anlage. Es wird so schlimm, Henke. Es tut mir auch irgendwie leid. Wo ist Hautfarbe? Was würdest du denn als Hautfarbe definieren, Fido? Ja, je nachdem. Schwarz oder halt, also braun oder... Das kannst du nicht gewinnen, Philo. Das kannst du nicht. Lass es einfach sein. Überlegt euch eine schöne Caption, ne? Müsst ihr machen. Oh mein Gott, ich habe eine schöne Caption. Ich wollte was anderes machen, aber... Ich bin fertig. Oh mein Gott, ich gehe in den Knast. Es ist einfach nur eine Perfektion an sich. Okay. Oh Gott, ich gehe in den Knast. Oh mein Gott. Okay, wer möchte anfangen? Ich möchte anfangen, damit es durch ist. Ja. Ich muss aber noch speichern, warte. Ja, ich wäre ready. Oh Junge, Henk, es tut mir so leid. Aber das Bubblegum, hey, Smoke, will ja, okay, ich habe meine Augen immer auf Patte. Ich will, dass Niklas das Grand Final wird. Okay. Dann fange ich an, ja? Dann fangen wir Philo an. Mach Stichschere Schnuck. Ready? Steinschere Papier. Steinschere Papier. Okay. Warte. 3, 2, 1. Oh, fuck. Der Typ ist so dumm dusselig, ne? Das gibt's gar nicht. Oh, chill mal kurz, das hat echt weh. Einfach Finger gebrochen. Oh, das hat echt schwerwiegend weh. Okay, lass machen. Okay. Ich arbeite hier gerade, Schatz. Du musst sofort den Raum verlassen. Ich arbeite hier gerade. Hübsche Haare. Sehr attraktive Frau. Zabi? Zabi kriegen Tussus? Danke. Okay, komm hier. Zabi, ich traf dich. Schnick, schnapp. Junge, du bist zu dumm. Mach doch richtig. Ich war doch richtig. Ihr habt eine Verzögerung, ihr Idioten. Alter, das kann ja nicht funktionieren. Ich setz ein Bild rein. Nein, so dumm. 3, 2, 1. Schnick, schnack, schnuck. Ja, rein da, wo die Sonne nicht scheint, habe ich das gemacht bei dir. Kann ich jetzt? Ja, Zabi darf anfangen. So. Ich bin gespannt. Da ist die Schönheit. Digga, was ist das denn, Alter? Digga, das ist so eine Hodennase. Was ist links? Links ist ein Rocket League Auto mit einem Rocket League Ball. Was ist rechts für eine Peitsche? Ist das so eine Arschpeitsche? Das ist ein Mikrofon mit einem pinken Pocho. Digga, das sieht aus wie eine Fliegenklatsche. Das sind so Werner-Zähne, Alter. Sehr gute Zeichnung, Zabi. Sehr gute Zeichnung. Gut. Hey, okay. Ich attackiere jetzt, ja? Okay, Philo. Achso, was kommt noch? Was ist da noch? Wichtig ist auch der Sachverhalt, dass du keinen Hals besitzt. Das ist einfach ein einfaches Kind. So. Und die Haare zeigen uns einfach, dass du sehr auf Haarpflege achtest und auch den einen oder anderen Conditioner, ja, da einmal. Aber ist es Absicht? Farbe, aber die sehen so fettig aus. Aber ist es Absicht, dass ich so ein bisschen meine eine Strähne hier so anlecke? Ist das so? Ist das beabsichtigt? Nein, du lachst bloß gerade. Die Haare sind dahinter. Deine Zunge lacht. Vor meinen Nudelhaaren? Die Zunge lacht. Okay, die Zunge okay. Lacht. Ich drücke jetzt meine Bombe. Ja? Was steht da? Der Einkacker. Das soll ein N sein? Ja. Einkacker, Kalle, Digga, du hast da so eine kleine Feuchtspur. Ich hab echt ein N vergessen. Ja. Einkacker. Philo, du bist halt wirklich dumm. Einkacker. Wegen seinen verdammten verfluchten Baggy Pants. Hab ich Merch an? Was für Merch ist das? Immer Merch an. Okay.
Oh ja, lange Haare, Digga. Hab ich eine Uhr? Hast du mir eine Uhr gemalt? Das ist einfach nur. Aber das sind ja tight Ringe. Das sind Herzmann-Chatnägel. Ja, ja, eben. Damit man im Blutdruck bist, weil du sehr fettig bist. Blutdruckmessgerät. Das Gesicht ist auch sehr schön detailliert, muss ich sagen. Ja, ja. Sehr, sehr stark. Na klar. Also, du hast meinen wuchtigen Körper eingefangen. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Vielen Dank, Philo, für diese Zeit. Die Boje. Oh, ich hätte dich jetzt Boje zeichnen sollen. Scheiße. Oh, scheiße. Ich hab so Angst. Ich glaube, es wird ausarten in den Streit. Ich werde so schwer zensiert. Aber actually gutes Bild. Hat er actually gut gezeichnet. Können wir so nicht senden, aber gut, hast du gut gezeichnet. Natürlich können wir das senden. Oh mein Gott, diese Zellanhäufung im Gesicht wollte ich auch eigentlich noch mitnehmen, aber ich habe Zellanhäufung. Das ist sogar auf der falschen Seite. Conny, kennt ihr diese Kinderbücher? Ja. Diese Kinderbücher mit Conny, das ist einfach die Schwester von Conny. Oh Junge, oh Gott. Ich muss mir Piepsound runterladen. Ja, Sam, ich hole mit diesem Delfin. Aber es sind sehr, sehr gute Bilder, die wir hier gesehen haben. Dafür, dass ich das gezeichnet habe, gar nicht so beschissen. Jeder muss eins davon sich aussuchen und als Twitter-Profilbild nehmen. Mindestens für eine Woche. Okay, safe. Lass es mal. Bitte nimm das. Ich würde so lachen. Ja. Ich würde so gaggen. Ja, ich tu's. Ey, Niklas hat wirklich rasiert. Bin ich jetzt an der Reihe? Jetzt ist an der Reihe. Ja,